Wir sind da in einer wunderschönen Umgebung, mitten im Nationalpark Hohe Tauern, in der Kernzone sozusagen. Und der Weg da rein ins Seebachtal, der ist einfach zu begehen für Menschen, die einfach Lust an der Natur, an der frischen Luft haben, aber das auch gerne mal ein bisschen gemütlich angehen wollen. Der Nationalparkort Malnitz ist idealer Ausgangspunkt für ganz unterschiedliche Wandererlebnisse. Die Ankogelbahn führt uns ins Hochgebirge. Wir befinden uns hier auf ca. 2600 Meter Seehöhe. Ihr habt gemerkt, es ist ein wenig kühler da, die Sonne ist sehr intensiv, deswegen Sonnenschutz nicht vergessen. Und unser Weg führt uns ca. 1,5 Stunden in diese Richtung, zu dem Bergkamm da vorne, der im Schatten liegt. Nationalpark Ranger Christian führt uns sicher durch Stein und Schnee und bringt uns die Wildnis des Nationalparks Hohe Tauern näher. Das ist ganz eindeutig eine Gemse. Und schaut aus wie ein junger Bock. So vielfältig ist der Nationalpark Hohe Tauern. Wenn man alleine wandern geht, geht man oft so ein bisschen vor sich hin und man nimmt die Dinge gar nicht so wahr. Und wenn man dann eine geführte Tour hat, dann lernt man viel einfach die Tiere, die Pflanzen kennen. Man kriegt noch mal mehr ein Bewusstsein für die Gegend, in der man sich bewegt. Darum geht es, dass wir uns als Menschen einfügen in das Biotop, wo wir uns gerade befinden. Zum Abschluss unserer Tour kehren wir im Hannoverhaus ein. Danke, das schaut geschmackig aus. Sehr gut, super. Das haben wir aber jetzt verdient.